Eine Atlas V-Rakete startete am 30. Juli vergangenen Jahres. An Bord der Mars-Rover Perseverance mit seinem winzigen Begleiter, der 1,8 Kilogramm schweren Drohne Ingenuity. Nach 6,5 Monaten Flugdauer und 480 Millionen Kilometer Strecke erreichte die Centaur-Raketenstufe den roten Planeten und am 18. Februar landete Perseverance erfolgreich auf der Marsoberfläche. Perseverance ist ein wenig der heilige Gral für uns bei Raumzeit, denn mit ihm beginnt ein brandneues und spannendes Kapitel in der Suche nach außerirdischem Leben. Was genau Perseverance auf dem Mars tun soll und welche Erkenntnisse wir uns erhoffen, erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Man landet nicht einfach auf dem Mars. Stimmt, eine Landung auf dem roten Planeten ist ein komplexes und gefährliches Manöver und muss komplett automatisiert erfolgen. Manuelle Eingriffe vom Kontrollzentrum aus sind unmöglich, da ein Signal aufgrund der großen Distanz 11 Minuten in jeder Richtung benötigt. Anders als beim ESA ExoMars Rover Schiaparelli, der im Oktober 2016 auf der Marsoberfläche zerschellte, gelang Perseverance's Landung nach einem 7-minütigen Abstieg, den die NASA als 7 Minutes of Terror bezeichnete. Beeindruckend. Eine kleine Armada von Mars-Satelliten half bei der Landung. Der Mars Reconnaissance Orbiter diente als Relaisstation bei der Landung, später wurde er vom ExoMars Trace Gas Orbiter der ESA abgelöst. Die Raumsonde MAVEN dokumentierte den Landeprozess, die Mars Express lieferte Daten zu den lokalen Wetterbedingungen. Bereits dieses Zusammenspiel von menschlichen Raumfahrzeugen, die gerade alle ihre Missionen über dem Mars durchführen, ist beeindruckendes Testament für die Errungenschaften der Menschheit. Wir erinnern uns, die Hauptaufgabe des Mars Rovers, der auf sympathische Weise ein wenig an Wall-E erinnert, ist die Suche nach Spuren von Leben auf dem Mars. Um diese Suche zu optimieren, wählte man aufwendig eine geeignete Landestelle. Die Wahl fiel nach einem 5-jährigen Auswahlprozess, in dem mehr als 60 Kandidaten geprüft wurden, auf den Jezero-Krater. Wissenschaftler glauben, dass sich vor mehr als 3,5 Millionen Jahren hier ein großer See befunden haben könnte, gespeist von einem uralten Flussdelta. Es ist in dieser eher frühen, feuchten Phase des Mars, in der die Entstehung von Leben überhaupt wahrscheinlich war. In den Sedimentablagerungen des alten Sees erhoffen sich die Wissenschaftler den Fund von Spuren von mikrobiellem Leben, wie sie auch auf der Erde für diese Phase, etwa in Form von Stromatolithen, nachweisbar sind. Dem Missionsziel entsprechend bringt Perseverance ein ganzes Arsenal an Instrumenten mit sich, welche der Suche nach Leben dienen. Es gibt aber auch Ausnahmen. Mit an Bord ist zum Beispiel ein MOXIE, ein vom MIT entwickeltes Gerät, welches die Gewinnung von Sauerstoff aus der Marsatmosphäre erproben soll. Ebenso eine Premiere auf dem Mars, die Drohne Ingenuity. Der 1,8 Kilogramm schwere Mini-Helikopter soll in einer Atmosphäre fliegen, welche nur etwa 0,6% des Oberflächendrucks der Erdatmosphäre aufweist. Damit ist die Marsatmosphäre etwa so dicht wie unsere Erdatmosphäre in 35 Kilometer Höhe. Ingenuity wiegt natürlich an der Marsoberfläche nur noch etwa 680 Gramm. Gleichzeitig sollen die Rotoren auf 3000 Umdrehungen pro Minute kommen. Genug Power, um das kleine Gerät auch auf dem Mars abheben zu lassen. Ingenuity soll dann dem Rover bei der Navigation helfen. Die Mars-Chem See, an deren Entwicklung auch das deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt beteiligt war, soll panoramische und dreidimensionale Bilder von der Marsoberfläche bieten. Ein erstes, vollfarbiges Motiv wurde von der Mars-Chem See bereits an die Erde zurückgeschickt. Der zweite optische Sensor, Supercam getauft, besteht aus 4 Spektrometern, welche die Analyse von Steinen und Böden durchführen können. Mit der Supercam soll nach organischen Verbindungen in Gestein und dem losen Marsregolith gesucht werden. Auch die anderen Instrumente widmen sich voll und ganz der Suche nach Biosignaturen. Das PIXEL, das Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry, kann die elementare Zusammensetzung der Marsoberfläche mit Hilfe einer hochauflösenden Kamera untersuchen.
Sherlock, dessen vollen Namen wir hier nur einblenden, ist ebenfalls ein Spektrometer zur Bestimmung von genauer Mineralogie und organischen Verbindungen. MEDA hingegen untersucht Umweltdaten wie Wetter, Marsstaub und Strahlungswerte. Zur Erforschung des Marswetters ist MEDA mit einer ganzen Phalanx an Sensoren ausgestattet, die von Wind über Druck bis hin zu Luftfeuchtigkeit so ziemlich alle relevanten Umweltdaten abdecken. Zu guter Letzt ist mit REMFAX ein norwegisches Bodenradar an Bord, welches nicht nur die geologische Struktur des Bodens analysieren kann, sondern auch unterirdisches Wassereis bis in einer Tiefe von 10 Metern finden soll. So ist Perseverance bestens für seine Suche nach Leben, die ein Marsjahr bzw. 687 Erdentage dauern soll, ausgestattet. Es gab allerdings eine Sache, die der Rover unter keinen Umständen mit auf den Mars bringen durfte. Leben. Jegliche Spur irdischen Lebens, sei sie auch noch so winzig, kann die empfindlichen Instrumente von Perseverance auf eine falsche Fährte locken. Es gab etwa Aufnahmen vom Mars Rover Curiosity, welche Spekulationen näherten, es könne Leben auf dem Mars geben. Fungusartige Strukturen waren auf Aufnahmen des Gefährts zu erkennen. Sollte es sich aber tatsächlich um eine Lebensform handeln, so Astrobiologen, sei eine Kontamination des Rovers auf der Erde die wahrscheinlichste Erklärung. Um solche False Positives für Perseverance nahezu auszuschließen, geschah der gesamte Produktionsprozess in einem hochreinen Raum, unter strengsten Bedingungen. Das Gefährt wurde auch mehrfach dekontaminiert, um eine Verunreinigung mit Biomasse nahezu auszuschließen. Die Bedingungen sind also herausragend. Perseverance ist mit einem Arsenal an hochpräzisen Instrumenten zur Suche nach Leben ausgestattet, legte eine Bilderbuchlandung genau an jenem Ort hin, welche Wissenschaftler als aussichtsreich für die Suche nach Biosignaturen ausgewählt hatten. Die Chancen stehen gut, dem Mars dieses eine Geheimnis zu entreißen. Wenn es auf dem roten Planeten einst Leben gab, so werden wir das vielleicht schon in den nächsten Monaten oder Jahren erfahren. Wenn es dann auch noch gelingt, eine entsprechende Probe zur Erde zu bringen, Perseverance sammelt diese zumindest, und zu analysieren und eine Panspermie auszuschließen, dann stünden wir vor einer wissenschaftlichen Sensation. Wenn ihr Fragen habt, löchert mich in den Kommentaren. Wie immer sagen wir danke fürs Zuschauen, ganz besonders unseren Patrons und galaktischen Overlords Markus Tröster und Sebastian Marx. In diesem Sinne, 42. Let it go and tell